Und ich schätze mal, dass wir Monster hier drinnen fangen müssen, wenn die nächsten Frösche rauskommen. Ich weiß nur noch nicht, warum gerade da und wo genau das Ding ist. Aber egal. Komm mal, Monster. Ja. Nö. Okay. Das hat jetzt irgendwie geklappt. Ich weiß nur nicht, warum und wieso und weshalb. Einen Frosch willst du? Okay. Dann nehme ich alles zurück. Wir müssen Monster hier nochmal freilassen und irgendwo anders unterbringen. Ah! Ah! Lass mich in Ruhe. Au. Und zwar möglichst Monster in einem ruhigen Zustand. Weg von mir. Weg von mir. Weg von mir. So, möglichst da rein nämlich. In den Abschnitt. Und jetzt lass dir Zeit beim Fressen. Lass dir Zeit. Lass dir sehr viel Zeit. Und tschüss. So. Nein. Hey. Frosch. Mann, ich brauch dich doch. So, gib mir Frösche. Gracias. Das dachte ich mir schon, dass die Rohre entweder mich fressen oder irgendwas anderes fressen. Ich wollte schon fast eine Kokosnuss reinwerfen. Wow! Okay. Gut. Die Hälfte haben wir. Die andere Hälfte ist der Schalter da unten. Das ist mir bewusst. Hey, kommst du her? Komm her. Jetzt müssen wir nämlich irgendwie die Frösche beseitigen. Da ist schon wieder so eine Puppe. Klatsch dich gegen die Wand. So. Alter. Bleib da. Ja, gut. Dann einmal hier. Das hier weg. Jetzt erstmal alle Frösche vernichten. Ah, komm her. Ich kann auch so springen. Es hilft hier rein gar nichts. Boah, die knuffigen Dinger. Klatsch. Ganz ehrlich. Hey, ohne Witz, das erinnert mich so derbe. Kennt ihr doch von früher? Das kleine Spielchen Frogger. Frogger hat auch immer so ausgesehen, wenn er überfahren wurde. Immer so breitbeinig an die Wand, mehr oder weniger an die Wand geklatscht. In dem Fall halt an der Straße festgeklatscht. Oder überfahren eben. Oh, jetzt komm halt her. So. Das kleine süße Ding. Futsch. Frogger. Frogger 2.0. So. Und jetzt Monster. Frisst du mal die Kokosnuss, die andere nehme ich mit. Komm. Duzi, duzi, du. Ja, komm. Ja, shit. Nein. Gehst du bitte da runter? Sonst löse ich dich gleich auf. Oh mein Gott, ihm fehlt ein Arm. Oh mein Gott, er ist nur noch zur Hälfte da. Könntest du bitte runtergehen, Monster? Hey, schau mal. Schau mal, da. Dankeschön. Nein! Alter! Na! Oh! Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Nein! Nein! Los! Da komm her! Das muss jetzt aber reichen. Alter! Monster, bitte! Geh doch bitte einfach raus hier. Da, schau. Ja. So, das muss jetzt weit genug sein, ansonsten mag ich nicht mehr. So, und jetzt, Monster? Kannst du wieder herkommen? Na? Friss mir ja nicht meinen Ball weg, du komisches Rohr. Da schau her. Krauf, Monster. Krauf.
So, jetzt kommen weiter. Let us go. Pam. Einmal euch in die Fresse. Okay. Monster. Ich habe hier lecker Fressi. Du. Bist du vielleicht Kokosnuss? Nö. Aber du doch sicherlich. Ne? Ja. Ja, brav. Ja, fein. Und da hinten, komm. Oh, stell dich doch bitte ganz rein. Da, komm her. Oh, ich ahne Böses. Ich gehe schon mal da hoch. Da habe ich schon eine faule Frucht gesehen und ich glaube in Ruhe auch mit einem Frosch. Für was brauchen wir das? Wir brauchen den Frosch für die Rohre, klar. So. Dann, da. Schau. Ich habe immer Angst, dass sie mich gleich mitfressen. Und was ist jetzt da? Wow! Teleport Function. Okay. Die nutzen wir gleich. Nochmal zurück. Denn wir müssen da nochmal hoch und uns einen neuen Frosch besorgen. Der hoffentlich da sitzen bleibt. Wie angewurzelt, bereit zum Abholen. Sehr schön. Lalalala. So, und da hinten haben wir noch ein zweites Rohr. Und das soll es dann hoffentlich auch genügen. Yeah. Nice. Und da wäre die Barrikade auch weg. Also wieder mit mega geilem... Alter! Graffiti. Also Kunst. Wirklich Straßenkünstler hier. Vom Feinsten. Und Monster will sich schlafen legen. Das können wir ja nur... ja. Uns wünschen, dann wird er nicht so schnell aggro. Ach, wir haben ja kein... Lula ist ja weg. Jetzt wollte ich ums Eck fliegen. Giko, hier drüben. Okay. Dann gehen wir mal zu dem komischen Mädchen. Hey, bin ich so schnell? Da ist noch eine Fragezeichenbox, eine Hilfebox. Wow. Was? Hey! Ich dachte, ich bin verflucht und jetzt gibst du mir einen Kuss. Was geht denn mit dir? Bleib doch mal stehen. Wer bist du überhaupt? Oh, ernst? Der ist uncool. Kiko, Aneo Senpata, Ea Papo Etaiki. Benutze. Kiko, benutze den 100-Füßer, um Monster hier zu bringen? Was? Was zur Hölle ist der 100-Füßer? Okay, darf ich anmerken, dass ich Angst habe? Oh. Okay. Irgendwas hat es mit diesen Symbolen auf sich, das ist klar. Die Frösche lassen wir hier mal links liegen, auch wenn die uns bald wieder zum Verhängnis werden, weil Monster ja da irgendwie dann wohl oder übel darüber kommen werden muss. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Nicht viel. Da gehen wir mal da hoch zu dieser einen Ding, die... Wie geil ist das denn? Ja, 100 Füße, nicht wahr? Wie geil ist das denn? Ach, geil. Kann man hier vielleicht irgendwie nur vor und zurück gehen, tut er von selbst, wie es aussieht.
So, das bietet sich doch an. Ich wusste es doch. Wenn wir Monster schon irgendwo genau platzieren müssen, dann gibt es da auch irgendwo eine Stelle, wo wir nur mit Hilfe von Monster hinkommen. Ach ja, ein 100-Füßer. Wie geil ist das denn? So. Dann gehen wir wieder runter. Und einmal bitte weiter schön. Weiter schön. Weiter bitte. Dankeschön. So rum. Weiter schön. So, das ist jetzt ein neues Wort. Das habe ich jetzt gerade erfunden. Und damit müsste jetzt klarkommen. Neologismus for the win. Okay, dann müssen wir hier den Kreis nochmal manuell irgendwie aktivieren. Nur von wo aus? Wie aus? Überhaupt? Das da oben sieht doch sehr plausibel aus. Aber ich komme nicht hoch. Ja, müssen wir vielleicht. Hier haben wir doch. Müssen wir da oben immer noch steuern? Okay. Müssen wir tatsächlich von hier oben aus. Alter, was für ein mega fetter Schwanz einfach nur. Der war gerade ziemlich. Ach, ist das süß, ganz ehrlich. Monster schläft und wir schieben ihn einfach durch die Gegend. Lalalalalala. Da oben habe ich ja schon wieder die Zahnräder gesehen. Das heißt, wir klettern hier hoch und springen. Wo waren die? Ach, schnarch nicht so laut. Alter, die waren doch da oben irgendwo. Ach, da hinten. So, schaffen wir das? Nö. Okay. Das war irgendwie klar, da müssen wir ihn erst nochmal drehen in Richtung. Ich hoffe nur, dass das Monster nicht aufwacht. So. Nö. 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 Nein. Ja. Seht euch diesen mega fetten Schwanz an. Und Moment, da oben leuchtet es blau. Ah, da ist die faule Frucht. Und da sind Zahnräder. Ja, nee. Hätten wir die vielleicht vorher? Na, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja, ist ja gut. So, jetzt kommen wir aber da hoch. Und hopp. Ich habe Angst, wisst ihr das? Wenn ich jetzt die faule Frucht sehe, die wir nicht erreichen können. Und da vorne Frösche sind. Oh oh. Habe ich jetzt Angst. Ah, wunderbar, da ist eine Treppe. Danke. Oh, okay. Da waren noch Zahnräder. Da, beruhig dich erstmal, Vater. So. Dann haben wir auch Zahnräder. Was bringen die denn? Sie öffnen den anderen Weg. Klar. Wer wäre jetzt da nicht drauf gekommen? Nur was bringt uns der andere Weg? Wenn wir jetzt da zurück müssen, ich sag's euch. No, ernsthaft. Okay, gut, dann gehen wir halt hier lang. Ich meine, hey. YOLO, who cares? Nehmen wir halt den anderen Weg, klar. Wir sind hier nur vorgegangen, damit wir zu den Fröschen kommen. Damit wir da hochkommen. Klar, ich meine, warum nicht? So. Darf sich mal wieder ausruhen, dann gehen wir nochmal hoch. Und dann nehmen wir den hier. Und dann ist der richtig. Und dann zeigt uns das Schwänzchen auch an, dass wir überhaupt richtig sind. Und wir gehen weiter mit unserem 100-Füßer. Nur um wieder zur selben Stelle zu kommen. Fragezeichen.
Ich denke nämlich schon. Haben sich die Frösche verpisst oder warum sind wir jetzt wieder hier? Oh, ey, ohne Witz. Dann nehmen wir doch mal ganz kurz noch die Hilfebox mit.